Mit dem 4-1 hat Lightwheel sein erstes Gravelbike ins Programm genommen. Lightwheel bietet ein Frameset an, sowie zwei Werksmaschinen genannte, komplett ausgestattete Varianten. Unser Testrad ist die Werksmaschine 1, die mit Shimano's Gravelgruppe GRX ausgestattet ist. Der Alurahmen des Lightwheel punktet mit zahlreichen schönen Details und mit einer außergewöhnlichen Geometrie, wobei Lightwheel mit den Rahmengrößen sogar die Kettenstrebenlängen ändert, um über alle Größen hinweg ein gleichbleibendes Fahrverhalten zu realisieren. 425 mm lang sind sie an unserem Testrad in Rahmengröße L. 170 mm lang ist das Steuerrohr, der Reach liegt bei 435 mm, der Sitzwinkel bei 73 Grad, der Lenkwinkel bei für einen Graveler sehr flachen 70 Grad. In der Folge liegt das 4-1 souverän auf der Piste, gibt in schnellen Passagen und Abfahrten viel Sicherheit. Gleichzeitig reagiert es schnell auf jeden Lenkbefehl und lässt sich souverän durch gewundene Trails zirkeln. Der Fahrer sitzt sportlich, aber nicht unkomfortabel. Die Arme nehmen relativ viel Gewicht auf, was zur guten Kontrollierbarkeit des Lightwheel beiträgt. Dank steifem Rahmen und steifen Laufrädern, die von Synthes speziell für den Graveler entwickelt wurden, klettert und beschleunigt das Rad souverän. Im Gegenzug gibt das Bike jede noch so kleine Unebenheit auf der Strecke ungedämpft an den Menschen weiter. Das ließe sich etwas abmildern, wenn man eine flexiblere Stütze ordern würde. Am Testrad ist eine 8-Pins mit 100 mm Hub verbaut. Mit ihr kann die Sitzhöhe komfortabel angepasst werden. Den benötigten kleinen Stift hat Lightwheel im Sattelrohr untergebracht. Weitere schöne Details sind die Schraube des Schaltauges mit Sollbruchstelle und die unter dem Innenlager platzierte Ersatzschraube. Außerdem die Ösen als Befestigungsmöglichkeit für Gepäckträger und Co., die Steckachsen, in der hinteren ist ein Werkzeug untergebracht und die innen verlegten Züge und Leitungen. Selbst auf ruppigen Strecken klappern die nicht, wobei der Rahmen andere Fahrgeräusche verstärkt und der Freilauf kernig summt. Die Ausstattung ist rund zusammengestellt. Shimano's GRX ist hier in der 2x11 Variante verbaut. Sie funktioniert ebenso zuverlässig wie die zugehörigen Bremsen mit 160er Scheibe vorne und hinten. Wir würden allerdings eher auf einen Einmalantrieb setzen, wie Lightwheel das bei der Werksmaschine 2 tut. Die Gänge sind zwar weniger fein abgestuft, aber ein Umwerfer ist bei Schlamm, Frost und Schnee immer störanfällig. Die GRX-Hebel liegen gut in der Hand. Auch die Höcker schmiegen sich bei entsprechender Position angenehm in die Daumenbeuge. Der Carbonlenker kommt wie der Vorbau von Synthes. Er ist ergonomisch geformt, fällt am Testrad allerdings mit 460 mm schmal aus. Hier würden wir auf die alternativ angebotene Breite von 500 mm zurückgreifen. Schön ist auch der Hebel der 8-Pins-Stütze. Er ist allerdings nur in Oberlenkerhaltung zu greifen, was bei überraschend auftauchenden kniffligen Passagen für Hektik sorgen kann, wenn man den Sattel absenken will. Wir würden auf die Vario-Stütze generell verzichten und die alternativ angebotene Synthes-Carbon-Stütze wählen und dabei 440 Euro einsparen. Geschmackssache. Auf der Stütze übrigens sitzt ein sehr bequemer Esculap-Sattel. Die Envy-Carbon-Gabel fügt sich perfekt ins Erscheinungsbild. Der Synthes-Gravel-Laufradsatz gefällt nicht nur technisch, sondern auch optisch. Die schlauchlos montierten Schwalbe G1 rollen sehr gut und bieten guten Halt, solange der Boden nicht zu tief wird. Sie sind 1,5 Zoll breit, Rahmen wie Gabel bieten viel Raum für noch breitere Modelle. Gewogen haben wir das Lightwheel 4-1 Werksmaschine 01 mit 9,34 Kilo. Sein Preis liegt bei 4.580 Euro, dazu kommt die von Händler zu Händler unterschiedliche Montagepauschale. Das Lightwheel 4-1 ist damit nicht günstig, aber es punktet im Gegenzug mit hochwertiger Technik, durchdachten Detaillösungen, einer Top-Ausstattung und nicht zuletzt mit klasse Fahrleistungen.